Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Wir haben schon lange nichts mehr zusammen gemacht, sagt das Känguru in vorwurfsvollem Ton. Du meinst seit gestern? Frage ich. Was willst du machen? Kino, sagt es. Was denn? Ein Blockbuster. Och nee, sage ich. Dann meckerst du wieder jedes Mal, wenn die amerikanische Flagge im Bild ist. Also quasi die ganze Zeit. Nee, mach ich nicht, versprochen, sagt das Känguru. Pionier-Ehrenwort. Als wir am Abend so weit sind, die Wohnung zu verlassen, nimmt das Känguru den Müllbeutel aus dem Mülleimer. Was machst du denn da? Frage ich. Das machst du doch sonst nie. Doch, sagt das Känguru. Wohl. 10 Minuten später händigt uns der Junge im Kartenhäuschen des Multiplex-Kinos unsere Tickets aus. Nebst einem Haufen Flyer, Gutscheinheftchen, Programminformationen und Werbung für Restaurants im Umkreis von 100 Kilometern. Das Känguru nimmt den Stapel entgegen. Oh, vielen Dank, sagt es. Ich habe Ihnen hier auch etwas von meinem Müll mitgebracht. Und es stopft den Müllbeutel so weit wie möglich durch die kleine Öffnung in der Glasscheibe des Kartenhäuschens. Du wolltest ja gar nicht ins Kino gehen, sage ich. Du hattest dir nur diesen Spruch ausgedacht und wolltest... Na und? Unterbricht mich das Känguru. Lass uns nach Hause gehen. Der Film ist bestimmt eh scheiße. Und wahrscheinlich sieht man in jeder zweiten Einstellung die amerikanische Flagge. Ich will aber Banana Joe sehen, sagt das Känguru. Och nö. Der Supercop ist aber blöd. Gar nicht. Ich finde Filme, in denen nur Terence Hill mitspielt, sollten verboten werden. Okay, wir stimmen ab, sage ich. Wer ist für Banana Joe? Das Känguru hebt seine Pfote. Wer ist für der Supercop? Ich strecke meine Hand in die Höhe. Tja, sagt das Känguru. Da kann man mal sehen, dass die vielgelobte Demokratie auch ihre Probleme hat, sage ich. Was machen wir jetzt? Fragt das Känguru. Machen wir es wie die EU und lassen einfach so oft abstimmen, bis uns das Ergebnis in den Kram passt? Ist doch echt komisch, dass diese Wahlentscheidungen oft so knapp ausfallen, wundere ich mich. Das hat bestimmt damit zu tun, dass man immer das Gefühl hat, nur zwischen Übeln wählen zu dürfen. Aber warum? Wenn sich doch theoretisch jeder zur Wahl stellen kann, stehen am Ende nur Leute zur Wahl, die man nicht wählen möchte. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du die Antwort auf deine Frage in meinem unveröffentlichten Hauptwerk nachlesen, sagt das Känguru, zerrt einen sehr dicken Stapel selbstbekritzelter Blätter aus seinem Beutel und drückt ihn mir in die Hand. Mein Opus Magnum soll heißen Opportunismus und Repression. Macht sofort Lust, es zu lesen, sag ich. Klingt nach 1000 Seiten guter Laune. Lies die ersten Worte, sagt das Känguru. Die werden irgendwann berühmt sein. In großen Bronzelettern werden sie an den Universitäten einer zukünftigen postkapitalistischen Gesellschaft angeschlagen werden. Ich schlage die erste Seite auf und lese laut vor. Die Philosophen haben das Geld nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, es zu verplempern. Das Känguru hat die Worte mitgemurmelt und nickt nun zufrieden. Deine Frage mit den knappen Wahlentscheidungen findest du übrigens in Kapitel 11 meines Hauptwerkes beantwortet, sagt es. Kapitel 11 lese ich im Inhaltsverzeichnis. Der Haken an der parlamentarischen Demokratie ist, dass man beim Marsch durch die Institutionen zum Arsch durch die Institutionen wird. Diese Kapitelüberschrift ist mir besonders geglückt, sagt das Känguru lächelnd. Und steht in deinem Werk auch drin, welchen Film wir jetzt gucken sollen? Frage ich. Na klar, sagt das Känguru. Kapitel 47. Ich lese die Überschrift vor. Filme, in denen nur Terence Hill mitspielt, sollten verboten werden. So eine Frechheit, schreie ich. Ruhig Blut, sagt das Känguru. Ruhig Blut, frage ich. Ruhig Blut, schreie ich. Ich hasse es, wenn mir Geräte etwas verbieten. Was ist denn los? Dieser bekackte DVD-Player zwingt mich, diesen Anti-Raubkopierer-Spot anzugucken. Hier, er erlaubt mir nicht vorzuspulen. Siehst du das kleine Verbotsschild, das er einblendet? Ja, und? Ich wiederhole nochmal die Fakten. Das Scheißgerät, das ich von meinem Geld gekauft habe, das in meiner Wohnung steht, das meinem Vergnügen dienen soll, besitzt die Unverfrorenheit, mir, seinem Herrn und Meister etwas zu verbieten. Es zwingt mich, widerliche Industriepropaganda anzugucken. Flippst du jetzt wieder so aus wie damals, als dein Notebook dir gesagt hat, du hättest nicht die nötigen Administratorrechte, um es auszuschalten? Fragt das Känguru. Boah, das hat mich wütend gemacht, schreie ich. Ich glaube, ich war noch nie so wütend in meinem ganzen Leben. Ich hatte damals gleich den Stecker gezogen, um das Herrschafts-Knechtschaftsverhältnis wieder gerade zu rücken. Allerdings schaltete das Gerät nur auf Akkubetrieb um. Und als ich den Akku herausgerissen hatte, musste ich feststellen, dass es noch einen internen Akku besitzt. Du hast das Gerät 2 Stunden lang aufs Wüsteste beschimpft, bis der interne Akku endlich aufgegeben hat, sagt das Känguru. Ja, ha, welch ein Triumph, rufe ich. Einer der schönsten Momente meines Lebens. Melden Sie Raubkopierer der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, GVU.
in the front line to protect copyright, tönt es aus dem DVD-Spieler. Liebe GVU, sagt das Känguru mit Kinderstimme, meine Mama hat gestern eine Kassette vom Radio aufgenommen. So sehr es mich schmerzt, sie anzuzeigen, empfinde ich es als meine Bürgerpflicht der Unterhaltungsindustrie gegenüber, möchte ich doch auch in Zukunft noch die Schlümpfe sehen können. Ich reiße die Kabel des DVD-Players aus dem Fernseher. Was machst du da? Fragt das Känguru. Ich schließe den Videorekorder wieder an, sag ich. Wenn ich eins aus Battlestar Galactica gelernt habe, dann das... Ich denke nach. Was? Fragt das Känguru. Hab doch nichts gelernt. Nee, mach ich nicht, sagt das Känguru. Wieso nicht? Frage ich verärgert. Wenn du hier Mitglied wirst, können wir die DVDs umsonst ausleihen. Das Känguru schüttelt den Kopf. Seit 2 Stunden sind wir schon in dieser Videothek, weil das Känguru Geburtstag hat und gerne einen Videoabend machen möchte. Es war schon ein Drama, uns auf die Filme zu einigen, und jetzt noch das. Ich weigere mich, sagt das Känguru. Ich werde nirgends Mitglied. Ich will ihm keine Kundendatenbank. Ich will nicht, dass der Staat weiß, welche Filme ich gucke. Ich blicke auf die DVDs in meiner Hand. 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle und das Krokodil und sein Nilpferd. Du willst nicht, dass der Staat weiß, dass du Bud Spencer-Filme guckst? Frage ich, und meine Augenbraue zieht sich nach oben. Es geht ums Prinzip, sagt das Känguru. Ich bin unsichtbar. Ich zahle zum Beispiel auch nie mit Karte. Du gehst ja, soweit ich weiß, sogar noch einen Schritt weiter, sag ich anerkennend, und bezahlst überhaupt nie. Ich bin unsichtbar, sagt das Känguru. Ich bin nirgends gemeldet, ich sammle keine Meilen, bin nicht im Känguru-VZ und habe auch keinen Amazon-Wunschzettel. Ich bin unsichtbar. Leih du bitte die Filme über deine Karte aus. Ich muss sie aber bezahlen, sag ich. Das ist es mir wert, sagt das Känguru. Tu mir doch den Gefallen, weil ich heute Geburtstag habe. Du hast doch gar nicht wirklich Geburtstag, rufe ich. Das Känguru feiert nämlich jedes Jahr an einem anderen, zufällig gewählten Tag Geburtstag, um die Geheimdienste zu verwirren. Du machst dich immer über meine Unsichtbarkeit lustig, sagt das Känguru. Aber nur bis sie dich verhaften. Natürlich nicht, weil du dir zum 10. Mal die fetten Jahre sind vorbei ausgeliehen hast, sondern weil deine Steuererklärung Unregelmäßigkeiten aufweist. Natürlich nicht, weil du dir das anarchistische Kochbuch bei Amazon bestellt hast, was ja in sich schon eine Hirnrissigkeit sondergleichen darstellt, sondern weil du illegal Musik herunterlädst. Macht doch jeder, sag ich. Genau, sagt das Känguru. Das ist ja überhaupt der Witz hinter dieser Kombination aus totaler Überwachung und der vorsätzlichen Kriminalisierung ganzer Bevölkerungsschichten durch neue Copyright-Gesetze oder Drogenverordnungen oder was auch immer. Natürlich kann und wird man nicht jeden verhaften, der sich eine CD brennt, aber man könnte, wenn einer nervt. Und warum haben sie dich dann noch nicht verhaftet? Frage ich. Weil ich eben keine Spuren hinterlasse, sagt das Känguru. Ich bin unsichtbar. Ich verdrehe die Augen. Aber es ist doch völlig unmöglich, keine Spuren zu hinterlassen, sage ich. Dann hinterlass falsche, sagt das Känguru. Das ist noch besser. Immer wenn ich an einer Kasse nach meiner Postleitzahl gefragt werde, gucke ich auf die Uhr und hänge noch eine 0 dran. Uhu, sage ich. Respekt. Da hast du dem System aber was zum drüber nachdenken gegeben. Ich schalte mit der Fernbedienung Fernseher und Videorekorder an. Bud Spencer jagt Terence Hill über den Strand und bewirft ihn mit Kokosnüssen. Und was hast du so gemacht heute? Frage ich. Ich habe gerade in der Hängematte Paul Lafargues das Recht auf Faulheit gelesen und bin dabei eingedöst, sagt das Känguru. Du hast den ganzen Tag verpennt, frage ich, hänge die Füße über die Rückenlehne der Couch und lasse meinen Kopf nach unten baumeln. Seit das Känguru den Fernseher repariert hat, steht das Bild nämlich auf dem Kopf. Ich habe nicht geschlafen, sagt das Känguru. Ich habe mich nur geschont. Außerdem habe ich den ganzen Morgen damit verbracht, eine Not-to-do-Liste zu erstellen. Bitte was? Eine Liste mit Sachen, die ich als schlecht für mich, für andere oder für die Umwelt einstufe. Heute Abend werde ich alles markieren, was ich nicht gemacht habe. Und das wird mir ein gutes Gefühl geben. Und so lange bleibst du in der Hängematte liegen, frage ich. Ist nicht viel anderes übrig geblieben. Terence Hill ist schneller als Bud Spencer. Mir wird schwindelig. Ich habe zu viel Blut im Kopf. Statt immer mit dem Kopf nach unten rumzuhängen, könnten wir auch einfach den Fernseher umdrehen, sage ich. Mach doch, sagt das Känguru. Später. Mein Blick fällt auf das schiefe Regalbrett, von dem früher immer die Bücher runtergerutscht sind. Jetzt rutschen die Bücher nicht mehr. Sie stecken in Stoppersocken. Ich schalte den Videorekorder aus. Ich habe heute früh im Zug ein neues Gedicht gemacht, sage ich. Nummer 5, sagt das Känguru. Was? Nummer 5 auf meiner Not-to-do-Liste. Gedichte schreiben. Du weißt, dass ich mich von sarkastischen Bemerkungen nicht aufhalten lasse. Ja, sagt das Känguru. Ich habe eine ziemlich eindeutige Langzeitstudie darüber gemacht. Aufgepasst, sage ich. Es sagt viel über die Welt aus, mein Kind, sagte der Vater zum Knaben, dass die Dummen glücklich sind und die Schlauen Depressionen haben. Hast du Depressionen? Fragt das Känguru. Nee, sage ich. Du? Nee. Plötzlich klingelt es von irgendwoher.
Wie dem auch sei, sagt das Känguru, zieht einen Wecker aus seinem Beutel und schaltet ihn aus. Ich gehe jetzt schlafen. Ich kratze mich am Bart. Ist es nicht anstrengend, immer alles genau anders herum zu machen als der Rest der Welt? Frage ich. Es geht, sagt das Känguru und legt sich wieder in seine Hängematte. Guten Tag. Komm mal, rufe ich. Was denn? Fragt das Känguru und schlappt mit einem Malzkakao aus der Küche. Als mein Anwalt musste mir helfen, mein Testament zu verfassen. Okay. Ich habe gerade im Internet gelesen, dass Tolkien in seinem Testament festgelegt hatte, dass seine Werke niemals von der Walt Disney Company verfilmt werden dürfen. Und das willst du auch verfügen? Fragt das Känguru. Es ist nie zu früh, sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern, sagt das Känguru sarkastisch. Ohne Kommentar reiche ich ihm einen Brief meines Agenten. Lieber Mark-Uwe, heute erreichte mich ein wundervolles Angebot. Ein großer amerikanischer Familien-Entertainment-Konzern möchte gerne die Filmrechte an den Känguru-Chroniken kaufen. Die angebotene Summe ist beachtlich. Als Gegenleistung verlangen sie nur ein paar kleine Änderungen. Du wirst verstehen, dass das Känguru im Film keineswegs Kommunist, sondern ein gemäßigter Sozialdemokrat sein wird. Auch war es natürlich nicht beim Vietcong, sondern in einer christlichen Heavy-Metal-Band. Schließlich gibt es noch die Idee, aus dem Känguru einen Koala-Bären zu machen, da diese Tiere noch viel niedlicher sind. Darüber kann man aber reden. Wie gesagt, die angebotene Summe ist beachtlich. Ich halte das für eine beachtliche Idee. Melde dich bei mir. PS, die angebotene Summe ist beachtlich. Das Känguru legt den Brief zur Seite. Mich würde ja jetzt noch interessieren, ob die angebotene Summe beachtlich ist, sagt es. Stimmt, darüber hat er gar nichts geschrieben, sage ich. Das Känguru schüttelt seinen Kopf. Ein gemäßigter Sozialdemokrat, faucht es, nimmt das Notebook und beginnt mein Testament zu tippen. Willst du noch mehr verfügen? Fragt es. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Vielleicht so ein T-Shirt-Spruch. Ich bin tot, bitte helfen Sie mir über die Straße. Wie wär's mit Tschüss, ihr Wichser? Fragt das Känguru. Steht das nicht schon auf deinem Grabstein? Nee, auf meinem soll stehen, verzeiht, wenn ihr euch in eurer Mittelmäßigkeit von mir gestört fühltet, sagt das Känguru. Sympathisch bis zum Schluss. Meine zweite Wahl ist, finanziell gesehen war das Ganze hier ein Desaster. Ich bin dann mal weg, wäre auch gut für den Grabstein, sage ich. Wenn du so richtig alt wirst, sagt das Känguru, so 80 oder älter, dann könnt ihr auf deinem Grabstein stehen, nur die Besten sterben, Jungen. Das gefällt mir, sage ich. Ich kritzle in mein Notizbuch. Das Känguru schlurft ins Wohnzimmer, ganz in Purpur, und zieht eine lange Schleppe hinter sich her. Oh, Ihre königliche Hoheit, sage ich. Ist der Hermelinmantel aus der Reinigung zurück? Das ist kein Mantel, sagt das Känguru. Das ist eine Profikuscheldecke. Aha. Eine Decke mit Ärmeln. So, so. Gab's im Drogeriemarkt. Eine Profikuscheldecke. Die heißt so, sagt das Känguru und kramt die Verpackung aus seinem Beutel. Tatsache, sage ich. Darf ich der Erste sein, der dich zu diesem hervorragenden Produkt beglückwünscht? Danke, danke. Ich denke mir übrigens gerade einen Plot für einen Hollywood-Blockbuster aus, sage ich. Ist ja ein Ding, sagt das Känguru. Du musst fragen, um was es geht, sage ich. Um was geht es? Ich habe zwei Szenarios angedacht und kann mich nicht entscheiden. Nummer eins, eine Gruppe von Kreuzfahrern kommt mit ihrem venezianischen Schiff auf der Fahrt ins gelobte Land durch einen Jahrhundertsturm vom Kurs ab. Sie kentern, retten sich aber schwimmend, in ihren Rüstungen schwimmend, an den Strand einer einsamen Insel. Ab da kämpfen sie gegen zwei Todfeinde, den Rost und die auf dieser Insel lebenden Dinosaurier. Dinosaurier? Ja, ich habe meinen kleinen Neffen beim Spielen beobachtet und dabei bin ich auf diese Wahnsinnsfilmidee gestoßen. Ritter gegen Dinosaurier. Soll der Film auch so heißen? Nein, heißen wird der Film natürlich Knights vs. Dinosaurs, sage ich. Knights vs. Dinosaurs? Fragt das Känguru. Knights vs. Dinosaurs 3D, sage ich. So ein Quatsch. Von wegen, ein Freund von einer Freundin, von einer Bekannten, von dem Typ, den wir letztens in dem WLAN-Café gesehen haben, ist auf Facebook mit Roland Emmerich befreundet. Der hat schon Interesse bekundet. So, so. Das zweite Szenario fängt auf einer Burg an, die plötzlich von Dinosauriern angegriffen wird. Wieso? Fragt das Känguru. Was, wieso? Frage ich. So war das damals. Da ist sowas ständig passiert, im Mittelalter. Also ich finde beide Ideen eher Mittelalter, sagt das Känguru. Welcher Film? Fragt der Junge an der Kinokasse. Kino 1, sagt das Känguru. 16 Euro bitte, sagt der Junge. Was? Ruft das Känguru. 16 Euro pro Person. 16 Euro? Ruft das Känguru fassungslos. Das sind ja... Oh je, seufzt ich. Das Känguru springt auf die Theke.
16 Euro, ruft es den Leuten zu. Das sind 32 Mark, das sind 64 Ostmark, das sind 320 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber man konnte locker für eine Ostmark ins Kino gehen. Ich vermeine Unmutsäußerungen, aber auch zustimmendes Gemurmel zu vernehmen. Das heißt, man konnte von 320 Ostmark 320 Mal ins Kino gehen, fährt das Känguru fort. Wenn ihr heute 320 Mal ins Kino gehen wollt, müsst ihr 5.120 Euro bezahlen. Ja, ich weiß, was ihr denkt. 10.240 Mark, 20.480 Ostmark, 102.400 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Davon konnte man 102.400 Mal ins Kino gehen. Vereinzelt fliegen 3D-Brillen in Richtung Kasse. Einer der Umstehenden sagt, ich glaube, ich kenne das von YouTube. Wenn ihr aber heute 102.400 Mal ins Kino gehen wollt, müsst ihr, sagen wir mal, 2 Milliarden Euro für bezahlen. Ja, ich weiß, was ihr denkt. 4 Milliarden Mark, 8 Milliarden Ostmark, 40 Milliarden Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Eine Brille trifft das Känguru am Kopf. Das wären 40 Milliarden Kinobesuche, fährt es unbeirrt fort. Wenn ihr heute 40 Milliarden Mal ins Kino gehen wollt, dafür habt ihr ja gar keine Zeit mehr im Kapitalismus. Aber wenn ihr die Zeit hättet, dann müsstet ihr grob geschätzt 1 Billion Euro dafür bezahlen. Ich weiß, was ihr denkt, ruft das Känguru. Davon hätte man die DDR entschulden können. Von einmal ins Kino gehen. So teuer ist das alles geworden. Entschuldigung, unterbricht der Junge an der Kinokasse das Känguru. Was sind denn Ostmark? Das Känguru blickt ihn entsetzt an. Dafür bin ich 89 nicht auf die Straße gehüpft, ruft es empört. Dafür nicht. Was war denn 89, fragt der Junge. 89, mein Junge, sagt das Känguru mit beängstigend ruhiger Stimme. Da war dieser Potsdamer Platz noch komplett leer. Da war der quasi noch komplett 2D. Und soll ich dir mal was sagen? So schlecht sah das gar nicht aus. Wenn du mir also noch einmal sagst, dass ich 16 Euro bezahlen soll, dann wäre es mir eine Freude, diesen Platz wieder in seinen Vorwendezustand zu versetzen. Es hüpft von der Theke. Also nochmal von vorne, sagt es. Kino 1, bitte. 16 Euro, sagt der Junge. Wir haben schon 3D-Brillen, sagt das Känguru und hebt zwei vom Boden auf. Wird's dann billiger? 15,50 Euro, sagt der Junge. Na also, sagt das Känguru. Geht doch. Da ich von Bier und Wein immer so furchtbare Migräne bekomme, hat das Känguru vorgeschlagen, heute Abend nur Wodka zu trinken. Wodka trinken und dabei YouTube-Videos gucken. Ja, sagt es. Kennst du schon den Kleinkünstler, der aus Versehen sein Mikrofon verschluckt? Hat mir irgendjemand weitergeleitet. Klaro, alter Hut, sag ich. Kennst du schon das boxende Känguru von den Filmpionieren Max und Emil Sklandanowski? Zeig mal. Das war einer der ersten Filme überhaupt, von 1895. Der wurde damals im Wintergarten-Varieté gezeigt, als Teil von einem Kleinkunstprogramm. Sehr schwarz-weiß und flackernd sieht man ein mannshohes Känguru mit Boxhandschuhen gegen einen Typ mit stattlichem Schnauzbart boxen. Witzig, was? Frage ich, als das Video vorbei ist. Das Känguru ist merkwürdig still und sein Blick ist leer. Was ist denn los? Frage ich. Das ist nicht witzig. Hä? Das war mein Urgroßvater. Was? Mein Urgroßvater wurde Ende des 19. Jahrhunderts aus Australien verschleppt und jahrelang unter unwürdigen Bedingungen auf Jahrmärkten als boxendes Känguru missbraucht. Während des Ersten Weltkriegs dann, als der Jahrmarkt durch die halbwegs sichere Schweiz tourte, gelang es meinem Urgroßvater zu fliehen. Er fand Unterschlupf in Zürich, in der Spiegelgasse 14, bei einem Russen, Wladimir Iljitsch Uljanow. Der Mann ist dir vielleicht ein Begriff. Im Februar 1917 überredete mein Urgroßvater Lenin, nach Russland zurückzukehren. Zusammen fuhren sie im versiegelten Zug der deutschen OHL. OHL? Die oberste Heeresleitung, Hindenburg, Ludendorff und die Säcke. Jedenfalls in einem Zug der OHL fuhren die beiden durch das Deutsche Reich, weiter nach Schweden, Finnland und schließlich nach Russland. Aus den ersten Tagen der Revolution gibt es viele Fotos von meinem Urgroßvater mit Lenin, Trotzki und dem Weihnachtsmann, sage ich. Natürlich wurde er später aus allen Bildern rausretuschiert. Natürlich, sage ich, wie der Weihnachtsmann. Gewisse Methoden haben ihm nicht gefallen. Auch hat er sich mit einem Emporkömmling namens Djugaschwili überworfen. Wahrscheinlich wegen dem Schnauzbart, sage ich und deute auf den Mann in dem Video. Irgendwann um den Jahreswechsel verlieren sich seine Spuren, sagt das Känguru. Ist er nach Mexiko geflohen, später aber von einem Häscher mit einem Eispickel ermordet worden, frage ich. Mach dich nicht lustig, sagt das Känguru und droht mir mit seiner Faust. Das ist alles genau so passiert. Volle Geschichte, sage ich. Ja. Weißt du, was ich daran interessant finde? Nee. Früher hat man Sachen mit der OHL verschickt, heute mit DHL. Aua! Was machen wir heute? Frage ich. Wir könnten Transformers gucken, sagt das Känguru und zieht eine selbstgebrannte DVD aus seinem Beutel. Transformers? Frage ich skeptisch. Ist der Film nicht totale Scheiße? Davon gehe ich aus. Warum willst du ihn dann gucken? War ein Riesenhit. Der Film interessiert mich aus einer soziologischen Perspektive. Hm. Wir könnten den Film in doppelter Geschwindigkeit gucken, schlägt das Känguru vor. Das klingt vernünftig, sage ich.
Ich schalte den Beamer an und lege die DVD in den Player. Wir machen es uns bequem und ich starte Transformers in doppelter Geschwindigkeit. Es explodiert sehr vieles, sehr schnell. Stopp, ruft das Känguru nach kurzer Zeit. Ich stoppe. Also es gibt gute Roboter und es gibt böse, sagt es. Ja, so viel habe ich auch verstanden. Aber die Bösen greifen einen US-Militärstützpunkt an. Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht ergibt alles mehr Sinn, wenn wir die Geschwindigkeit nochmals verdoppeln, sage ich. Das klingt vernünftig. Ich drücke auf die Fernbedienung. Viele unsympathische Menschen plappern sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel. Langweilig, sagt das Känguru. Schneller. Ich drücke auf die Fernbedienung. Da verwandeln sich viele Roboter sehr, sehr, sehr schnell in Autos und wieder in Roboter. Schneller, ruft das Känguru. Ich erhöhe die Geschwindigkeit. Abartiger Lärm ist die Folge. Lichtblitze, Photonenstöße und EMP-Blasts schießen durchs Wohnzimmer. Versehentlich habe ich wohl ein Transwarp-Portal nach Cybertron geöffnet. Ich bekomme Zuckungen. Die Fernbedienung rutscht mir aus der Hand. Ich krümme mich vor Schmerzen, bin aber unfähig, meine Augen zu schließen. Sowas benutzt die CIA bestimmt als audiovisuelle Folter, ruft das Känguru verzweifelt und versucht vergeblich, seinen Kopf in seinen Beutel zu stecken. Wenn ich mir meine Augen zuhalte, habe ich keine Hände mehr für meine Ohren. Man bräuchte 4 Pfoten, ruft das Känguru. Ich bekomme sehr, 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 sehr schnell sehr, 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 sehr starke Kopfschmerzen. Das Känguru putzelt vom Sessel. Ich schlage meinen Kopf immer wieder gegen die Raufasertapete. Das Känguru beißt sich in den eigenen Schwanz. Seine Augäpfel sind hervorgetrieben und blutunterlaufen. Ich liege in Embryonalstellung auf der Couch und wimmere. Das Känguru zuckt nur noch epileptisch. Nach 9,5 Minuten ist der Film zu Ende. Ich halte mich krampfhaft am Sofakissen fest und weine Tränen der Erleichterung. Das Känguru versucht, sich jammernd an seinem Boxsack hochzuziehen. Ein Glück, dass wir vorher keine Drogen genommen haben, sage ich nach einer Weile. Sprich nur für dich selbst, murmelt das Känguru und schleppt sich ins Bad. Ich gehe mal kotzen. Eine halbe Stunde später sind wir einigermaßen wiederhergestellt. Und was machen wir jetzt? Fragt das Känguru. Teil 2? Frage ich. Das Känguru nickt. Klingt vernünftig. Ich laufe die Straße hinunter, um unseren Freund Otto in der bekannten Imbissbude Snacks and the City 2 zu besuchen. Ich habe mein Ziel schon fast erreicht, da surrt das Känguru von hinten an mich heran. Es steht auf einem Segway Personal Transporter, einer motorisierten Sackkarre für faule Touristen. Wo hast du das Ding denn her? Frage ich, ohne anzuhalten. Geborgt, sagt das Känguru und fährt neben mir her. Aha. Was lachst du? Fragt das Känguru. Ich habe mir nur gerade einen Transformer vorgestellt, der sich unter viel Getöse in einen Segway Personal Transporter verwandelt. Die anderen Transformer würden sich bestimmt über ihn lustig machen, sagt das Känguru. Intolerantes Pack. Und Der Herr der Ringe wäre ein viel witzigerer Film geworden, wenn die Gefährten auf Segway Personal Transportern durch Neuseeland gerollt wären. An den Bauzäunen da hinten hängen übrigens Poster für eine neue Show im Friedrichstadtpalast, sagt das Känguru. Da spielen Kleinkünstler der kleine Hobbit nach. Wollen wir da hingehen? Ich bin wirklich froh, dass ich nicht Kuchenbäcker geworden bin, sage ich, wo ich doch so gerne Kuchen esse. Verstehst du? Kuchenbäcker essen bestimmt nicht mehr gerne Kuchen. War das ein kryptisches Nein? Was war daran kryptisch? Also du willst da nicht hingehen? Doch, sage ich unbedingt. Das hast du jetzt erotisch gemeint, nicht wahr? Wie bitte? Erotisch? Du wolltest sagen ironisch. Nein, ich wollte sagen erotisch. Ich meinte natürlich ironisch, aber ich wollte sagen erotisch. Ich seufze. Ich habe nämlich beschlossen, bei einigen Wortpaaren die Bedeutungen auszutauschen, sagt das Känguru. So sage ich zum Beispiel statt ironisch jetzt immer erotisch oder statt aggressiv attraktiv oder statt Problem Ekzem und jeweils umgekehrt. Und warum machst du das? Na warum wohl? Antwortet das Känguru. Es ist witziger. Gib mir ein Beispiel. Gerne, sagt das Känguru und überlegt kurz. Das erotische Abfeiern von Germany's Next Topmodel macht mich furchtbar attraktiv. Mich auch. Wenn ich was erotisch abfeiern will, gucke ich mir lieber 70er Jahre Ironiefilme an. Und? Fragt das Känguru. Was? Ist witziger, oder? Ja, sage ich. Aber ich befürchte, deine Gesprächspartner werden oft lange über deinen Sätzen rätseln. Das ist doch nicht mein Ekzem, sagt das Känguru. Beschleunigt seinen Personal Transporter und biegt um eine Ecke. Gleich darauf fährt es in genau entgegengesetzter Richtung wieder hinter der Ecke hervor, verfolgt von einer ganzen Gruppe attraktiver Touristen auf Segway Personal Transportern. Einer aus der Gruppe läuft. Er ist der Schnellste. Fasziniert gucke ich allen hinterher. Alter, ruft mir Otto, der vor seiner Bude steht, lachend zu. The Fast and the Furious 7 oder was? Ich warte mit Friedrich Wilhelm und Krapotke vor einem großen, mäßig sympathischen Kino am Potsdamer Platz.
Der Film fängt gleich an, sage ich. Und das Känguru ist noch nicht da. Das stresst mich. Wenn du weißt erst, was Stress ist, sagt Friedrich Wilhelm. Wenn dir dein kleines Kind mit einer Intensität und auf einer Frequenz, die du nicht für möglich gehalten hättest, gack, gack, ins Ohr brüllt und du in der ganzen bekackten Packung Zookekse keine einzige verfickte Ente mehr findest. Das Känguru hüpft herbei und winkt schon von weitem mit den Online-Tickets. Es ist eine unfassbare Frechheit, ruft es, ohne groß Hallo zu sagen. Habt ihr gewusst, dass man für Online-Tickets eine bekackte Servicegebühr in Höhe von bekackten 10% des Ticketpreises bezahlen muss? Man muss also dafür, dass man diesem bekackten Kinokonzern Arbeit erspart, mehr von seinem hart verdienten Geld abdrücken. Es wendet sich zu mir. Ich meine, ich habe natürlich mit deiner Kreditkarte bezahlt, aber du hast ja auch hart für dein Geld. Oder sagen wir, es gibt bestimmt Leute, die hart für ihr Geld arbeiten mussten und auch die werden da abgezockt. Du bist spät dran, sage ich. Ja, aber Schuld hat nur das bekackte Online-Ticketsystem. Es will einen nämlich zwingen, pro Ticket eine komplette DIN A4-Seite auszudrucken. Und diese Seite ist bis auf den kleinen Bereich mit dem Ticket voller Werbung. Und das Ausdrucken der Tickets hat dich so lange aufgehalten, fragt Friedrich Wilhelm. Nein, sagt das Känguru. Beziehungsweise ja. Erst habe ich nämlich eine Stunde lang versucht, nur einen Teil der eingezeigten Seite, also nur das Ticket auszudrucken. Aber das ging nicht. Dann habe ich eine halbe Stunde ohne Erfolg versucht, auf der bekackten Website des Kinokonzerns eine Beschwerdestelle zu finden, bei der ich mich beschweren kann. Und dann musste ich erstmal 2 Stunden World of Warcraft spielen, um mich abzureagieren. Und dann habe ich die Tickets ausgedruckt. Wir betreten das Kino. Ich habe sogar ernsthaft darüber nachgedacht, mich beim Kartenkontrolleur zu beschweren, sagt das Känguru. Das wird was bringen, sage ich. Ich bin mir der Sinnlosigkeit des Unterfangens sehr wohl bewusst, sagt das Känguru. Dankeschön. Der kann ja auch nichts dafür, sagt Friedrich Wilhelm. Ja, ja, sagt das Känguru. Nie kann irgendwo irgendwer irgendwas dafür. Da stellt sich einem allerdings die Frage, warum dann ohne Veranlassung immer und überall so viel Scheiße passiert. Ich bitte dich, den Kartenkontrolleur nicht voll zu quatschen, sage ich. Das wäre mir sehr peinlich. Ist gut. Wir erreichen das Ende der Rolltreppe. Tickets bitte, sagt der Kartenkontrolleur. Hat sich eigentlich schon mal jemand darüber beschwert, dass man für jedes Online-Ticket eine ganze Seite Werbung ausdrucken muss? Fragt das Känguru. Nein, sagt der Kontrolleur. Darüber hat sich noch absolut gar nie jemand beschwert. Das ist doch total doof, sagt das Känguru. Ja, da haben Sie recht, sagt der Mann. Jetzt, wo ich mal darüber nachdenke, das sollte dringend geändert werden. Ich musste sogar 4-mal dieselbe Seite ausdrucken, sagt das Känguru. Das macht ja den Wahnsinn perfekt, sagt der junge Mann. Gut, dass Sie mir das sagen, weil, wissen Sie, ich bin tatsächlich der richtige Ansprechpartner, denn ich persönlich habe das Online-Ticketsystem programmiert. Wie? Fragt das Känguru. Ich arbeite eigentlich in der Konzernzentrale, bin Chef der Online-Abteilung und bin nur zufälligerweise heute als Kartenabreißer eingesprungen, weil jemand anderes krank geworden ist. Aha, sagt das Känguru. Eigentlich wäre heute nämlich Schneider, der Programmchef mit Kartenabreißen, dran gewesen, aber seine Kinder haben Streptokokken. Also, sagt das Känguru. Aber jetzt muss man sagen, zum Glück, denn nun konnten Sie mir diese gute Information geben und gleich morgen gehe ich in die Online-Abteilung in der Konzernzentrale und ändere das. Das Känguru mustert den Kontrolleur nachdenklich. Gut, sagt es schließlich. Ändern Sie das. Ich ändere das, sagt der Mann, gleich morgen. Das Känguru nickt. Das freut mich zu hören. Wir gehen zum Kinosaal. 3 von uns grinsen. Halte die Klappe, sagt das Känguru. Wir betreten ein Café. Sofort erstarre ich. Was ist denn los? Fragt das Känguru. Da hinten ist Ronny Fischer, sage ich. Wer? Er steht auf meiner Todesliste. Wieso das denn? Er hat mir vor 23 Jahren das Ende von Das Imperium schlägt zurück verraten. Ronny sieht mich und winkt mir freundlich zu. Ich winke zurück, lächle und zische dabei leise. Du weißt nicht, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann. Wir setzen uns an einen freien Tisch und das Känguru zieht sofort ein Buch aus seinem Beutel. Liest du jetzt? Frage ich. Mein Lebensmotto lautet, keine Minute Langeweile, sagt das Känguru. Du könntest dich auch mit mir unterhalten, sage ich. Hast du mir nicht zugehört? Fragt das Känguru. Ich nehme das Buch des Kängurus vom Tisch und schlage es auf. Der Riesenzwerg Ulf zog sein Kurzschwert Knups aus dem leblosen Körper Dragondoils des Blassblauen, lese ich vor. Er nahm dem toten Zauberer den Ring der 7 Regenbogen ab und steckte ihn der Wundehure Schandall an den Ringfinger der linken Hand. Lüstern bettete er sie auf den schwarzen Altar, schlug ihre Röcke hoch und glitt zwischen ihre Schenkel. »Lass mich«, sagte die Wundehure plötzlich,
Erst müssen wir heiraten. Öl fließt von ihr ab. Natürlich, sagt er. Wie konnte ich das vergessen? Ich muss meinen Luden finden, den König der verschollenen Stadt, und er muss uns seinen Segen geben, sagte Chantal. Ich werde auf dich warten, sagte der Riesenzwerg, und wenn es 2 Ewigkeiten dauert. Ich lege das Buch zur Seite. 2 Ewigkeiten? Frage ich. Ernsthaft? Da hat ja wohl einer das Konzept von Ewigkeit nicht verstanden. Entschuldige mal, sagt das Känguru. Hast du mir da gerade den Schluss des Buches vorgelesen? Ups, sorry. Das Känguru zieht eine lange Liste mit Namen aus seinem Beutel und schreibt meinen ans Ende.